Gestatten, der Eisbär ohne Namen. Im Berliner Tierpark ist das Pelzknäuel jetzt geimpft, entwurmt und auch gewogen worden. Am 1. Dezember kam es zur Welt. Und was ist der Wonneproppen und was wiegt er? Es ist ein großes, kräftiges Tier. Es wiegt gut 8,5 Kilogramm und es ist ein Mädchen. Also wir haben hier ein großes, kräftiges, schweres Mädchen vor uns, die, naja, schon Tatzen hat, die so breit sind und mit Krallen bewehrt. Also zu einer dauerhaften Kuschelbeziehung taugt das Mädel nicht. Noch passt es in diese Kiste, doch das Fräulein wird fressen und zunehmen. Mama wog bei der Geburt gut 390 Kilogramm. Oh, hoppla. Natürlich auch für uns aufregend, weil es muss alles funktionieren. Die Mama wurde ja erstmal abgesperrt vom Jungtier und das muss sie erstmal gerne und freiwillig tun. Das heißt, sehr viel Vertrauen auch zu ihren Pflegerinnen haben. Naja, und dann war der kleine Hopser doch ein bisschen aufgeregt. Wie der Hopser heißen wird, ist noch offen. Der Berliner will bei solcher Namensfindung ja mitreden. Es wird bestimmt ein Wettbewerb gestartet mit Findungskommission. Zu sehen ist die Kesse Berlinerin frühestens Mitte bis Ende März. So lange bleibt sie noch in der Kinderstube.